Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem kleinen Gmail-Tutorial. Im heutigen Video wollen wir uns anschauen, wie ich bei Gmail das Senden planen kann. Sprich so, dass eine E-Mail in Gmail später versendet wird. Das ist eigentlich ganz einfach und ich habe dafür schon mal was vorbereitet. Hier eine kleine Nachricht und die möchte ich jetzt nicht direkt rausschicken, sondern eben zeitversetzt. Dafür ist es ganz wichtig, dass wir hier nicht auf Senden klicken, sondern auf diesen kleinen Pfeil daneben und dort finden wir das Senden planen. Klicken wir diesen an. Bekommen wir so ein paar Vorschläge, das sind so vorgefertigte, sehen wir es um 8, 13 Uhr, entweder am morgigen oder übermorgigen Tag. Wir können hier aber auch ganz individuell Daten eingeben. Heute haben wir den 11.8., 10.10 Uhr, wir sehen also hier, das erste, was vorgegeben wird, ist in einer Stunde. Und wenn ich damit zufrieden bin, ich könnte wie gesagt auch jede andere Zeit eingeben, klicke ich hier auf Senden planen. Damit ist die jetzt hier nicht mehr zu finden und sie ist jetzt auch nicht unter gesendet, sondern hier habe ich jetzt einen neuen Tab bekommen, der heißt geplant. Und da kann ich die Mail auch noch finden. Das Gute ist, ich sehe hier auch, zu welcher Zeit sie versendet werden soll, 11.10 Uhr. Und wenn ich das nicht möchte, könnte ich sie hier zum Beispiel auch löschen und neu schreiben. Falls ich den Aufwand mit dem Neuschreiben nicht möchte, weil ich nur die Zeit ändern möchte, dann kann ich das hier hin über diese kleine Uhr machen, über Zurückstellen, könnte ich hier auch nochmal eine ganz andere Zeit hinterlegen, wieder die vorgefertigten oder eine individuelle. Von daher relativ einfach, wenn man weiß, wo sich die Funktion versteckt. Das war's dann an dieser Stelle auch schon. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns im nächsten Tutorial wieder. Bis dahin, euer Shavo. Ciao.